Hi, wir sind heute beim Wir haben es satt Protest dabei, um für Klimagerechtigkeit und die Zukunft der Landwirtschaft zu demonstrieren. Wir als junge Generation stehen für eine gemeinsame Agrarpolitik als gemeinschaftliches Projekt. An die Mitglieder der EU-Kommission, Frau von der Leyen, Herr Timmermans, Herr Wojciechowski und Frau Gyriakides. Wir haben eine Botschaft an Sie. Beim Blick auf die Agrarlandschaft der Europäischen Union fallen drei Dinge ins Auge. Das Sterben der landwirtschaftlichen Höfe, der erhebliche Rückgang an Artenvielfalt und die negativen Folgen der Erderhitzung. Eine zukunftsfähige Landwirtschaft ist unser aller Lebensgrundlage. Daher schließen wir uns als Bündnis junger Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen. Wir bilden eine Stimme für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem, welches an Wirtschaften innerhalb planetarer Grenzen, sozialer Gerechtigkeit und Planungssicherheit für alle Akteurinnen und Akteure zusammenbringt. Wir fordern die EU-Kommission auf, dafür einen zukunftsfähigen Rahmen zu schaffen. Eine klimagerechte gemeinsame Agrarpolitik ist ein entscheidender Schritt in diese Richtung. Wir fordern eine GAP, die ihrem Namen und den Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird. Wir fordern eine GAP, die allen Mitgliedstaaten der EU eine ambitionierte, regional angepasste Landwirtschaftspolitik ermöglicht, die Klima, Umwelt und Biodiversität schützt, sowie Landwirtinnen und Landwirte fair für ihre gesellschaftlichen Leistungen entlohnt. Deshalb bedeutet für uns der Begriff gemeinsam auch, dass Landwirtschaft, Umwelt, Klima und Gesellschaft über das gesamte Ernährungssystem in der Europäischen Union zusammengedacht werden müssen. Es ist von zentraler Bedeutung, die GAP auf die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens auszurichten, auch im Hinblick der globalen Verantwortung. Im März 2020 haben über 3600 verschiedene WissenschaftlerInnen davor gewarnt, dass der Entwurf der Europäischen Kommission zur GAP den Herausforderungen in der Bewältigung der Klima- und Biodiversitätskrise nicht gerecht wird und so die Zukunft der ernährungssichernden Landwirtschaft gefährdet. Die Verhandlungspositionen des Europäischen Parlaments und des Rats der Agrar- und FischereiministerInnen lassen die Ziele größtenteils außer Acht, die im Mai 2020 von der Europäischen Kommission im Rahmen des Europäischen Green Deal, der Farm-to-Fork-Strategie und der Biodiversitätsstrategie veröffentlicht wurden. Damit wird das Potenzial der GAP als finanzstarkes Instrument nicht ausreichend ausgenutzt. Viele LandwirtInnen sind der Politik weit voraus und tragen seit langem zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Diese LandwirtInnen müssen Unterstützung und Ansporn für weitere Anstrengungen erhalten. Nach den extremen Wetterereignissen der letzten Jahre ist klar, dass die Klimakrise schon jetzt eine der größten Gefahren für das Überleben der landwirtschaftlichen Höfe bedeutet. Die GAP muss ihr großes Potenzial nutzen, LandwirtInnen für die Leistungen im Bereich Klima, Umwelt und Tierschutz sowie beim Erhalt der Biodiversität zu honorieren. So können öffentliche Gelder zielführend für gesellschaftliche Leistungen in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Bei der anstehenden GAP-Reform geht es um mehr als nur die Verteilung von Geldern aus dem finanzstärksten Fördertopf der EU. Es geht um eine lebenswerte Zukunft unserer Generation und der nachfolgenden Generationen auf diesem Planeten. Deshalb fordern wir die Europäische Kommission dazu auf, dafür zu sorgen, dass die GAP ihrer Verantwortung zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels durch langfristig klare Emissionsminderungsziele gerecht wird. Darüber hinaus muss die GAP zum Erhalt der Biodiversität beitragen und am Tierwohl sowie der Förderung der klein- und mittelstrukturierten Landwirtschaft ausgerichtet sein.